Wie schön das klingt. Ich finde, man merkt, dass die blaue Blume aus diesem Stück hier eigentlich nichts Böses sein kann. Im Gegenteil, aber ich fange am besten mit der Geschichte um das Stück von ganz von vorne an. Es gibt ein paar blaue Blumen hier auf dieser Welt. Ich bin kein Botaniker, deswegen kann ich sie nicht benennen, aber ich kann schon mal so sagen. Es geht hierbei um keine, die man so kennt. Denn die hier entspringt einer fantasievollen Geschichte, die nirgends geschrieben steht. Weder auf einem Stück Pergament, noch in einem Buch oder irgendwo anders. Die Handlung ist auch gar nicht wichtig. Abgesehen davon, dass ich sie hier nirgends irgendwie unterbringen könnte, weil ich mit der Erzählung oder mit der Nacherzählung besser gesagt mindestens 3 Tage Videomaterial bräuchte. Also, sorry, aber das ist nicht drin. Aber kommen wir doch am besten wieder zu unserem Ursprung zurück. Die blaue Blume. Sie ist ein Gewächs, das in einem Labyrinth gedeiht. War so versteckt, dass, wenn man allein 5 Jahre daran herumirren würde, man sie nicht finden würde. Und sie kann nur von bestimmten Menschen gepflückt werden. Die Wirkung jedoch ist atemberaubend. Wenn man die Blume unter die Nase eines schlafenden oder daliegenden Menschen hält, dann werden alle Probleme aus der Welt geschafft. Und der Person geht es psychisch und körperlich viel besser als vorher. Es ist so eine Art Notfallheilung. Wenn jetzt zum Beispiel jemand wichtige Familienmitglieder verlieren würde, wäre das eine Lösung, falls die Person danach nicht mehr richtig sprechen kann oder sowas wegen eines Traumas. Übrigens, so nebenbei, es ist eine Fantasiegeschichte und ich verurteile hier niemanden dafür, dass er irgendwelche psychischen Schwierigkeiten hat oder so. Oder dass es ihm nicht gut geht. Es ist einfach nur Fantasie und mehr braucht ihr daraus auch nicht zu deuten. So, jetzt wisst ihr die Geschichte um die Blume und diese geheimnisvolle Aura der Wiederherstellung der inneren Kräfte wollte ich eben in ein Stück passen. Und ich finde, es ist ziemlich gut gelungen, denn es ist die Ruhe selbst. Empfiehlt mich doch gerne weiter, wenn ihr jemanden habt, dem mein Kanal vielleicht gefallen könnte. Ich nehme seit kurzer Zeit einige dieser Geschichten nach meinen Stücken auf, so lohnt es sich also dran zu bleiben, falls das Video noch ein bisschen länger geht. Denn sonst habe ich die ganzen Sachen immer in die Videobeschreibung gepackt, aber das hat irgendwie keiner gelesen und da dachte ich, ja gut, ich habe sowieso gerade Lust, ein bisschen mehr aufzunehmen und dann spreche ich halt ein bisschen mehr. Ist ja auch kein Problem. Dann bis bald. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt kreativ. Tschüss! Und hier noch ein paar Outtakes. Gott, ich habe wirklich lange nichts mehr aufgenommen. Ich finde, man merkt richtig, hier auf diese Welt, toll, die nirgends geschrieben steht. Weder auf einem Stück Pergament. Mann, was ist denn heute los?